Ich weiß jetzt nicht, ob du hier eine 1 oder eine 2 oder sowas in den Chat eingeben kannst. Müsstest du mal probieren. Überlebende in der Nähe warten auf dein Signal. Ihnen ist kalt. Sie haben Hunger und müssen versorgt werden. Die Bedürfnisse kannst du in einer gut vorbereiteten Siedlung erfüllen. Willst du sie jetzt hereinlassen oder noch warten? Du kannst die Kolonisten mit einem Leuchtsignal einladen, sobald der Lagerplatz bereit ist. Ich versuche auch mal. Also bei mir passiert nichts. Muss am Ufer stehen. Ach du Scheiße. Hier gibt's doch gar kein Ufer. Gott, hier oben, hier hinten. Das sieht doch nicht gesund aus hier. There are survivors waiting for a signal from the settler. They are cold and hungry, yet willing to work. Should the colony take care of them in return, they can be invited. Your first colonists have arrived. Prompted by the signal flare, the rest of the group arrives at the prepared campsite. Despite all the hardship ahead, it's time to rebuild and turn this hostile place into a home. Auf das Leuchtsignal der Spezialisten hin erreicht der Rest der Gruppe den hergerichteten Lagerplatz. Ungeachtet der vor ihnen liegenden Schwierigkeiten ist es an der Zeit, diesen feindlichen Ort in ein sicheres Zuhause zu verwandeln. Okay. We've reached a milestone. Fünf Kolonisten sind obdachlos. Thank you.
Solange wie die bauen, gucke ich mal ganz kurz. Muss ich das vielleicht installieren? Gibt's hier einen? Nicht. Also es muss irgendwie über Commands im Chat gehen. Wähle einen Kolonisten. Kolonisten plündern Ressourcen in Arbeitszonen. Wähle ein markiertes Gebäude aus und drücke auf Arbeitszone verlegen im Gebäudemenü, um damit zu beginnen, Materialien zu sammeln oder andere Aufgaben in der Zone zu erledigen. Anschließend kannst du das Arbeitszoneschild direkt anwählen und deine Position ganz einfach anpassen. Ressourcen bilden die Basis für alles in deiner Kolonie. Sie können für den Bau von Gebäuden genutzt oder zu höherwertigen Produkten weiterverarbeitet werden. Um zu sehen, wie viele Ressourcen du aktuell auf Lager hast, klicke auf die obere Leiste. Weitere Details findest du im Statistikmenü. Also hier sozusagen. Okay. Die Kolonisten werden Nahrung brauchen, um nicht zu verhungern. Eine stabile Produktion kannst du mit einem Fallensteller oder einer Fischerhütte sicherstellen. Errichte eines dieser Gebäude. Die postapokalyptische Landschaft ist immer noch von Spuren der Katastrophe übersät. Ablagerungen von Verschmutzung geben Strahlung frei, verseuchen umliegende Gebäude und verursachen Strahlenkrankheit. Beachte bitte, dass dies nicht die einzige Verschmutzungsquelle ist. Kolonisten können auch durch Nahrung Radioaktivität aufnehmen. Verwende den Overlay Verschmutzung, um die Situation im aktuellen Gebiet zu überprüfen. Overlay Verschmutzung? Scheint ja noch recht easy zu sein. Spezialisten sind fähige Personen, die die Kolonie schützen oder die Weltkarte erkunden können. Einheiten können über ihre Infoleiste auf der Weltkarte geschickt werden, sobald das Tor gebaut wurde. Spezialisten können grundlegende Ressourcen wie Bären und Holz sammeln.
wenn es ihnen direkt befohlen wird. Du kannst deine Spezialisten ganz einfach über das Spezialistenmenü oben finden. Und mehrere Einheiten auswählen, indem du den Cursor auf der Koloniekarte hältst und dann ziehst. Du musst grundlegende Ressourcen sammeln und weiterhin Gebäude bauen, zu bauen. Recycler sammeln Plastik aus den Mülldeponien, die über die ganze Kolonie verteilt sind. Baue jetzt einen dieser Arbeitsplätze. Andere Gebäude werden später als das Sammeln von Metall und Beton aus ihren jeweiligen Lagerstätten ermöglichen. Der Bau von Straßen in der Kolonie beschleunigt die Bewegung der Kolonisten. Straßen sorgen dafür, dass sich die Ressourcen in der Kolonie schnell zirkulieren. Außerdem verringern sie die Müdigkeit der Kolonisten, die sich beim Zurücklegen großer Entfernung aufbauen kann. Sehe ich auch so. Du kannst die Produktivität eines Gebäudes erhöhen oder senken, indem du die Anzahl der Arbeiter veränderst. Um Kolonisten einem Gebäude zuzuweisen oder sie von dort abzuziehen, wähle es aus und interagiere mit einem der Arbeitsplätze. Sind hier Arbeitsplätze? Oder meinen die hier? Ach, hier geht's. Okay. Fallensteller. Effizienz zu niedrig. Arbeitszone verlegen. Wo könnte... Machen wir mal hier hinten.